Geschäftsordnungsantrag, Frau Frohwiese. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, die Zeit schreitet gewaltig vor. Wir diskutieren gerade sehr lange in einzelnen Tagesordnungspunkten. Ich würde beantragen, dass wir jetzt als nächstes den Tagesordnungspunkt 11, den Wirtschaftsplan des Städtischen Klinikums, aufrufen. Der ist ja heute doch durchaus sehr zeitkritisch, sonst kommen wir beim Klinikum nicht voran. Und im Anschluss dann den Tagesordnungspunkt 10, die Förderung der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit, damit wir da vor Ihrer Reise nach Brazzaville auch noch eine Entscheidung heute haben. Gibt es dagegen Widerspruch? Das sehe ich nicht so, und soweit gehe ich mal von Einvernehmen aus. Dann würden wir so verfahren. Zunächst den Punkt 11 aufrufen, 2020 Eigenbetriebe Städtisches Klinikum Dresden. Hier hat Kollege Dr. Lames zunächst um Einbringung gebeten und dann steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich danke für die Gelegenheit, ein paar Sätze zu dieser Vorlage sagen zu dürfen. Eine Vorlage, die angesichts der aktuellen Diskussion um das Krankenhaus und seine wirtschaftlichen Probleme vielleicht eine andere Bedeutung bekommt, als sie normalerweise hat. Normalerweise begleiten die Wirtschaftspläne den Haushaltsbeschluss und sind Teil des beschlossenen Haushaltes und fallen dann mehr oder weniger gar nicht groß auf. Wir haben dann im vergangenen Jahr, wir haben ja Doppelhaushalt, die Wirtschaftspläne für 2020 dementsprechend auch in einer Vorlage vorgelegt und hatten dann Anlass, die Wirtschaftsplanung für das Krankenhaus dort herauszulösen. Das lag daran, dass das Ergebnis 2019 schlechter war, als es erwartet war und eine Umsetzung der dadurch neuen Betrachtung auch nicht so schnell erfolgen konnte. Wir haben jetzt eine Planung vorliegen, die einen Verlust von 7,5 Millionen Euro im Jahr 2020 vorsieht. Diesen Verlust dann abschmelzend, bis wir dann 2023 wieder eine schwarze Null planen. Hintergrund ist eine jetzt auch zurückhaltende Annahme für den erwarteten Aufwuchs von Leistungen und durchaus auch eine sehr maßvolle Haltung zur Entwicklung des Personalkörpers. Das ist auch dringend notwendig, dass wir dort zu realistischen Prognosen kommen. Die sehen wir als gewährleistet an. Untersuchungen, die wir angestellt haben, haben ja gerade gezeigt, dass eine Produktivität im ärztlichen Bereich nicht dort ist, wo wir sie an sich wünschen müssten. Wir reden hier über die Zukunft und das Wirtschaften des zweitgrößten Krankenhauses in Sachsen. Das ist kein Pappenstiel, über das wir hier zu verhandeln haben. Und ich kann vielleicht bei der Gelegenheit signalisieren, dass, glaube ich, die gesamte Hausspitze auch auf die Kraft dieses großen Hauses vertraut, auch auf die Kraft der Landeshauptstadt Dresden, die in der Lage sein wird, die bestehenden Schwierigkeiten zu überwinden. Das zu sagen, ist, glaube ich, auch in Richtung unserer Beschäftigten sehr wichtig. Soweit der Stadtrat uns aufgegeben hat, jetzt auch konzeptionell noch mal tiefer in den Dialog mit ihm einzutreten, so ist das ein Thema, das, wie ich mit Frau Dr. Kaufmann auch besprochen habe, verwaltungsseitig sehr begrüßt wird. Das ist ein Thema, an dem wir auch schon arbeiten und Sie werden dann demnächst sicherlich auch Vorlagen dazu von uns bekommen. Als Beigeordneter für Finanzen darf ich mir den Hinweis auch erlauben, auch hier in der öffentlichen Sitzung, dass wir vorsehen, im Laufe des Jahres 2020 ergänzend zu diesem Wirtschaftsplan einen Verlustausgleich von 10,8 Millionen Euro für die im Jahre 2017 und 2018 aufgetretenen Verluste zu leisten. Dieser Verlustausgleich ist derzeit nicht
in der Haushaltsplanung der Landeshauptstadt Dresden vorgesehen, ist also eine zusätzlich von uns zu schulternde Last. Dazu sehen wir uns in der Lage, aber auch da werden wir mit entsprechenden Vorlagen auf Sie zukommen. So, wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt die Freien Wähler. Wird das Wort gewünscht? Nein? Dann Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schmählich. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, Herr Dr. Lames hat darauf hingewiesen, dieser jetzt vorliegende Wirtschaftsplan war eine schwere Geburt. Man könnte fast sagen, eine Zangengeburt, weil auch die Geschäftsführung in die Zange genommen werden musste, um hier ehrlichere, offenere Zahlen vorzulegen, die jetzt auch mit dem Wirtschaftsplan auf dem Tisch liegen. Es musste nachgebessert werden, weil die ursprünglichen Annahmen zu optimistisch waren, zu optimistische Ziele für 2020, aber auch die folgenden Jahre formuliert hatte. Die Leistungsplanung musste überdacht werden. Nun, der jetzt vorliegende Wirtschaftsplan ist fraglos ehrlicher, weil er auch die Durststrecke, die wir bis 2023 zu überwinden haben, skizziert. Zu einer Durststrecke gehört dann auch, damit hat das die Klinikleitung und auch die Stadtverwaltung uns als Stadträte etwas mehr reinen Wein eingeschenkt und uns selbst auch jetzt in die Lage versetzt, die Zukunftsplanung für diese Klinik, für die Kliniken neu zu überdenken. Wir werden im Jahr 2020, der Dr. Lames hat darauf hingewiesen, etwa 7,4 Millionen Verlust erwarten. Bis 2023 wird sich der insgesamt auf 11,8 Millionen wird er bis 11,8 Millionen anwachsen. Aber der Wirtschaftsplan zeigt auch in gewisser Weise eine Chance, einen Weg auf, aus dem grassierenden Defizit der letzten Jahre herauszukommen. Dafür ist auch das vorgelegte Gutachten der Beratungsfirma Ernst & Young ganz hilfreich. Der Wirtschaftsplan ist nichts anderes als ein gewisser Strategiewechsel auch im Konzept unserer städtischen Kliniken. Die städtischen Kliniken haben in den vergangenen Jahren sehr stark auf Wachstum gesetzt. Sie haben darauf gesetzt, dass Leistungsangebote ausgeweitet werden können, sicherlich auch darauf gesetzt, dass Krankenhausleistungen mehr nachgefragt werden und natürlich vielleicht auch positiv darauf gesetzt, im Wettbewerb zu anderen Kliniken sich besser durchzusetzen. Jetzt kommt es eher darauf an, unsere städtischen Kliniken zu konsolidieren. Die berühmte schwarze Null muss erreicht werden und das ohne nennenswerte Annahmen über Steigerungen von Fallzahlen. In der Tat, die Neuausrichtung in einem höchst wechselhaften und von vielen politischen Vorgaben geprägten Gesundheitssystem ist nichts Außergewöhnliches. Nach 2012, als wir die Zusammenlegung der städtischen Kliniken hier beschlossen hatten, könnte man sagen, vielleicht stehen wir sogar vor einer Fusion 2.0. Denn nach der Zusammenlegung Friedrichstadt und Neustadt sind noch viele Fragen offen, die zu beantworten sind. Ich möchte daran erinnern, dass gestern vor 8 Jahren die Dresdnerinnen und Dresdner aufgerufen waren, über einen Bürgerentscheid zur Zukunft der Dresdner Krankenhäuser abzustimmen. Nicht weniger als 85% haben sich für den Erhalt der Krankenhäuser in öffentlicher Hand als Eigenbetrieb ausgesprochen. Wer sich die ein oder andere daran erinnern, dass ich durchaus auch bei denjenigen war, die der Meinung waren, dass man das auch anders lösen kann. Ich sage ganz klipp und klar, auch wenn dies 8 Jahre her ist, daran muss sich dieser Stadtrat gebunden fühlen und mit diesem Wirtschaftsplan fühlen wir uns auch darauf gebunden, denn das Signal dieses damaligen Bürgerentscheids war, Hände weg von unseren Krankenhäusern. Und das gilt auch heute noch, liebe Kolleginnen und Kollegen, das heißt aber nicht, Hände in den Schoß legen. Ja, ich bin mir sicher, die Geschäftsleitung wird sich über die Frage der Zukunftssicherung der Krankenhäuser viele Gedanken machen. Dabei werden auch Anregungen von Ernst & Young beachtet werden. Sie dürfen aber nicht als Diktat begriffen werden.
Es ist nämlich ein sehr sensibler Bereich, Herr Dr. Lames wies darauf hin, insbesondere im Bereich der Personalplanung hier auch zu Änderungen zu kommen. Personalkosten sind stets sensibel. Reformen im Personalbereich darf man nicht gegen das Personal, sondern muss man mit dem Personal machen. Ich bin mir sicher, das wird dem Direktorium und auch dem Stadtrat gelingen. Lassen Sie mich abschließend noch ganz persönlich einige Anmerkungen machen. Ich hatte im Dezember mich unfreiwillig in die Obhut des städtischen Klinikums in der Neustadt begeben. Sie wissen nicht, freiwillig. Dort bin ich auf kompetente, empathische Pflegekräfte und Ärzte getroffen. Ich konnte mich davon überzeugen, dass das medizinische Personal und auch das Pflegepersonal einen tollen Job macht. Trotz der erkennbaren Arbeitsbelastung waren sie immer allen Patienten zugewandt. Wir stimmen also heute, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsplan auch über unsere Wertschätzung für diejenigen ab, die egal an welchem Standort in den städtischen Kliniken für die Patienten täglich ihren engagierten Dienst tun. Lassen Sie uns das mit einer breiten Mehrheit in diesem Stadtrat tun. Vielen Dank. Als nächste Wortmeldung CDU-Fraktion, Frau Walter. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, liebe Bürgerinnen und Bürger. Minus 11,2 Millionen Euro, dies, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist, wie wir bereits wissen, das wirtschaftliche Ergebnis der Tätigkeit der Städtischen Klinikum GmbH im Geschäftsjahr 2018. Und die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2019 sind auch nicht sonderlich rosig. Knapp 9 Millionen Euro Verlust werden erwartet. Bei der zuletzt im Stadtrat geführten Diskussion im Rahmen des Antrags zur Erhöhung des Kassenkreditrahmens haben wir einige Redner gehört, welche sehr massiv das Management des städtischen Klinikums angegriffen haben. Nicht die richtigen bzw. fehlende Strategien, personelle Überbesetzung, insbesondere im ärztlichen Bereich, falscher Ressourceneinsatz. Herr Dr. Deppe brodelte bei seinen Aussagen zu den unrealistischen Planungsansätzen und im Kern hat er damit auch recht. Nur wer ist hier eigentlich der Adressat? Wer ist denn das Management? Die Verantwortung trägt in erster Linie die verantwortliche Beigeordnete, linke Bürgermeisterin Frau Dr. Kaufmann. Unsere Fraktion war bereits in einer der ersten Sitzungen des Gesundheitsausschusses klar, dass der vorliegende Planungsansatz für das Wirtschaftsjahr 2020 wiederholt, wie schon in den Vorjahren, nicht realistisch ist. Die Diskussion dazu zeigte dann auch die verschiedenen Gründe auf, weshalb optimistische Planungsansätze zwar notwendig sind, um eine gute Basis für die schwierigen Verhandlungen zur jährlichen Leistungsvergütung mit den Krankenkassen zu führen. Allerdings räumte die Leitung des städtischen Klinikums gleichzeitig ein, dass es durchaus möglich ist, die Planung so vorzunehmen, dass sie eine realistische Entscheidungsgrundlage darstellt, denn ein verantwortungsbewusster Kaufmann schätzt das Vorsichtigkeitsprinzip. Das Ergebnis liegt uns heute nun vor, ein zu erwartender Verlust von weiteren 7,5 Millionen Euro. Eine Erfolgsgeschichte ist die Ära von Frau Dr. Kaufmann als oberste Führungskraft des städtischen Klinikums bislang nicht. Nichtsdestotrotz müssen wir gemeinsam nach vorne schauen. Eine hervorragende und umfassende medizinische Versorgung unserer Bürgerinnen und Bürger abzusichern, ist eine unserer wichtigsten Aufgaben. Auf einen verantwortlichen Umgang mit Steuermitteln zu achten ebenfalls. Erst recht, wenn diese zum Erhalt und der Wiederherstellung von Leben und Gesundheit unserer Bürgerschaft eingesetzt werden. Wir wollen daher auch keine weitere Zeit verlieren und haben im Gesundheitsausschuss wichtige Ergänzungen eingebracht, welche die Stadtverwaltung erstens zeitnah zur Vorlage konkreter Konzepte zur zukünftigen strukturellen und organisatorischen Aufstellung des städtischen Klinikums verpflichtet, dazu eine realistische Zeit- und Finanzierungsplanung vorzulegen, Vorschläge zur künftigen Leitungsstruktur der Kliniken und zum Ausbau eines aussagefähigen Kennzahlensystems zu erarbeiten, sowohl weil es ja absehbar ist, dass auch die Jahre 2021 und 2022 nicht in der Gewinnspanne landen werden, bereits bei den Planungen der Verwaltung in Vorbereitung des Haushaltsplanentwurfs 2021-22 auf eine ausreichende Liquiditätsausstattung zu achten. Wir freuen uns, dass diese Ergänzungen auch im Finanzausschuss beschlossen wurden und, wie die Worte von Herrn Dr. Lames zeigen, wohl auch schon positiv bearbeitet werden.
Wir verpflichten mit dieser Beschlussfassung, Frau Dr. Kaufmann, die Verwaltung und das städtische Klinikum, aber auch uns Stadträte, gemeinsam und vor allem unverzüglich an den besten Lösungen für eine Neuausrichtung unserer städtischen Kliniken zu arbeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes AfD-Fraktion, Herr Lomme. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Stadträte, liebe noch wenige Zuschauer. Die Fusion der Krankenhäuser Friedrichstadt und Neustadt zum Eigenbetrieb der Städtischen Klinikum Dresden hat zu keiner besseren wirtschaftlichen Betrachtung geführt. Wurde für 2017 ein Verlust noch von knapp 2,9 Millionen ausgewiesen, sind dann 11,2 Millionen, 2019 ein weiterer Verlust 4,9 und dann 7,5 und eine Prognostizierung auf 8,5 Millionen an Verlustzuweisungen. Diese Berechnungen für die Zukunft sind nicht in Stein gemeißelt. Die Entwicklung könnte besser werden, sie kann auch schlechter werden. Und wir als Stadträte haben bei der Begutachtung des Wirtschaftsplans von 2020 die Risiken und Chancen zu prüfen. Und sicherlich haben viele diesen Wirtschaftsbericht gelesen und ich habe dort einige Risiken gesehen. Das ist zunächst mal, ich zitiere, der Leistungsbereich ist einem starken Wettbewerb unterzogen und sorgt somit zu einem Risiko in der Entwicklung, welches in der derzeitigen bundes- und landespolitischen stagnierenden Fallzeitentwicklung deutlich verschärft wird. Also nicht günstig für alle Krankenhäuser in Sachsen, Deutschland, aber eben auch für unseres hier in Dresden. Weiterhin mit dem für 2020 erstmal vorgesehenen Ausgliederung des Pflegekosten, Fallpauschalen, § 17b, Absatz 4, Satz 2, KHG, Krankenhausfinanzierungsgesetz auf Hochdeutsch, besteht eine allgemeine Planungsunsicherheit, so in dem Wirtschaftsbericht, sowie ein bereits oben genanntes Liquiditätsrisiko. Weitere Punkte, ursprünglicher Zuschlag von 130, es ist zwar auf 146,5 Euro angehoben, ist jedoch weiterhin nicht auskömmlich, so laut Bericht. Aus diesem Grund ist ein erheblicher temporärer Liquiditätsbedarf für die Vorfinanzierung der Pflegekosten zu erwarten. Ich könnte hier noch weitere Punkte aufführen, die ebenfalls sehr einem zu nachdenken aufgeben. Und ich erwarte von so einem Wirtschaftsbericht schlichtweg dann, mir zu erklären, dass diese Risiken eingearbeitet worden sind. Und ich erwarte von so einem Bericht, dass auch ich als derjenige, der nicht täglich im Krankenhaus bin, als Sachverständiger erkennen kann, ob ich Geld geben kann oder nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es nicht. Ich erinnere so ein bisschen an eine Situation, das war Landesbank Sachsen und da gab es dann Aufsichtsräte, da haben die dann plötzlich, war immer oben die Ampel, rot, gelb, grün. Und dann wurde immer auf grün geschaltet und nach einer halben Stunde war die Aufsichtsratssitzung zu Ende, das Geld ist gut geflossen und später irgendwann mal wurde auf rot geschaltet. Man hat sich dann plötzlich, ist mal aufgewacht. Jetzt wurde hier auch auf rot geschaltet und ich finde, wir sollten rechtzeitig aufwachen und auch ein klares Zeichen an die Verwaltung geben, das heißt an die beigeordnete Bürgermeisterin, aber auch an die Rathausverwaltung, dass diese Berichte müssen geändert werden. Und zwar so, dass ein Aufsichtsrat das verstehen kann, ob das positiv weitergeht oder nicht. Auch meine Vorredner, die zwar sehr positiv über das Krankenhaus gesprochen haben, haben das meines Erachtens ehrlicherweise nur deswegen getan, weil das Herz dafür gestimmt hat. Mitarbeiter, dies und jenes. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, der deutsche Steuerbürger zahlt 272 Milliarden Euro in das Gesundheitssystem. Das sind Summen, die keiner sich hier richtig vorstellen kann. Und von den 272 Milliarden Euro werden natürlich auch Krankenhäuser betrieben. Und wenn wir jetzt hier auf der einen Seite 10 Millionen Euro letztendlich oder 15 Millionen oder große Beträge jetzt bis 85 Millionen Kassenrahmenkredit ausgeben, dann hat das ja letztendlich zur Konsequenz, dass, wenn das nicht zurückbezahlt werden kann,
der Steuerzahler nochmal bezahlt. Oder anders ausgesprochen, er bekommt weniger aus der kommunalen Situation zurück. Und jetzt sage ich, was Geld ausgeben angeht, mein Ding der Sache. Wenn ich ein konjunkturelles Problem habe bei einem Krankenhaus oder makroökonomische Entscheidungen zu treffen habe, dass ich Kredit oder etwas, einen Abschwung abdämme, dann gebe ich gerne Geld. Das ist ja, Sie kennen das von keynesianischer Geldpolitik. Meistens wird Keynes so bei vielen Linken so verstanden, dass Geld immer ausgegeben wird. Aber richtig verstanden ist, Geld nur dann ausgeben, wenn eine konjunkturelle Delle ist. Und wenn aber ich ein strukturelles Problem habe, das heißt, es liegt an vor allen Dingen den Kosten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn es daran liegt, dass Infrastruktur nicht funktioniert, dann funktioniert auch das Weitergeben an immer mehr Geld, Geld, Geld nicht, denn ich muss diese Dinge bedienen, ich muss das Strukturelle verändern. Und das ist bisher mir noch nicht bewiesen worden, trotz Ernst und Young und anderem, dass hier das Krankenhaus auf dem richtigen Weg war. Ein letztes Positives. Wir haben sehr gute Gespräche gehabt. Ich habe so den Eindruck, dass man jetzt auch anfängt, die Hartnäckigkeit des Stadtrates ernst zu nehmen. Aber der heutige Stand gibt mir nicht die erfreuliche Nachricht, dass ich sagen kann, ich kann mit gutem Gewissen aufs Knöpfchen drücken und sagen, ja, ihr kriegt mehr Geld. Aber die Hoffnung ist zumindest nicht ganz weg. Herzlichen Dank. Wir setzen fort mit Fraktion Die Linke, Herr Mattis. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, also wenn ich jetzt meinen Vorredner richtig verstanden habe, erwägt er ernsthaft, das Krankenhaus zu schließen. Und wenn ich nicht wüsste, dass er von der AfD ist, würde ich vermuten, er sei nicht ganz bei Verstand. Ich sage mal meine Beobachtung aus dem Klinikum. Das Erste, wann immer ich mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Klinikums rede, werde ich mal ganz offiziell, mal streng vertraulich mit konkreten Problemen in einzelnen Bereichen konfrontiert, die Kolleginnen in meisten Fällen als Missstände wahrnehmen. Da geht es um fehlendes Personal, unsinnig erscheinende Arbeitsabläufe, Leerlauf auf der einen Seite, Überlastung auf der anderen Seite, Veränderung der Strukturen oder Abläufe, deren Sinn sich den Mitarbeitern nicht immer erschließt. Nicht immer kann ich den Dingen im Einzelnen nachgehen, es verdichten sich aber natürlich immer der Eindruck, dass das Gesamtmanagement im Klinikum suboptimal sei. Zweite Beobachtung. Seit der Fusion der Häuser ist ein deutlicher Leistungsabfall zu verzeichnen. Daraus kann man verschiedene Schlussfolgerungen ziehen. Entweder die Fusion, die ja gerade auch von dieser Seite des Rates ganz massiv gefordert worden ist, war prinzipiell falsch. Das wäre die einzelne Variante, dass man sozusagen die Vorteile der Fusion überschätzt und die Risiken unterschätzt hat. Oder aber, es ist gar nicht die Fusion an sich, sondern sie hat nur als Katalysator gewirkt, in dem Sinne, dass die Veränderungen, die mit der Fusion einherging, das Problem verschärft haben, was womit Krankenhäuser insgesamt in der Bundesrepublik jetzt kämpfen, nämlich mit dem Problem, gutes Personal zu finden, gutes Personal zu halten. Und das ist natürlich dann immer besonders schwierig, wenn man mit Veränderungen konfrontiert wird, die man vielleicht nicht nachvollziehen kann. Was hat das Direktorium gemacht in den letzten Jahren seit dem Bürgerentscheid? Also eigentlich hat ja der Herr Richter genau das gemacht, was hier damals eine Mehrheit, die ihn damals berufen hat, von ihm erwartet hatte. Er sollte möglichst schnell schwarze Zahlen liefern. Er sollte möglichst schnell schwarze Zahlen liegen. Das hat er zwar im Ergebnis nicht geschafft, aber er hat regelmäßig sozusagen den Wirtschaftsplan sehr positive Annahmen zugrunde gelegt, sehr optimistische Aussagen gemacht und damit natürlich immer die Zielvorstellung schwarze Null aufrechterhalten, ihr Tribut gezollt, sie aber andererseits natürlich nie erreicht. Dazu kommen dann noch Kommunikationsdefizite im Haus selber oder auch gegen uns als Stadtrat. Das eigentliche Problem ist aber gar nicht angegangen worden, denn das eigentliche Problem des Krankenhauses ist nicht der Umstand, dass es einen Zuschussbedarf gibt, den gibt es heute in den allermeisten deutschen Krankenhäusern. Es ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen sogar normal,
sondern das eigentliche Problem ist, dass nach wie vor noch zu wenig getan wird, eben um dieses gute Personal zu finden, um es zu bekommen, um es immer wieder zu motivieren und um es auch zu halten. Das ist die zentrale Herausforderung, vor der wir stehen. Und die zweite, dass wir endlich aufhören, immer das Verhältnis zum Uniklinikum als einen Wettbewerb zu konstruieren. Wettbewerb um Patienten, um Mitarbeiter, sozusagen um Investitionen. Es ist Unfug. Es sind zwei öffentliche Häuser. Die beiden Häuser müssen kooperieren, arbeitsteilig tätig werden. Das ist die Herausforderung der Zukunft. Und natürlich muss man sich auch stärker auf den geänderten Bedarf einstellen, was stationäre und ambulante Versorgung anbelangt. Das sind die eigentlichen Herausforderungen, denen man sich stellen muss. Dort ist zu wenig getan worden. Wir beginnen jetzt heute mit einer realistischen Annahme. Die Hauptursache aber, warum wir das Problem haben, liegt nicht in Dresden, sondern die Hauptursache ist der neoliberale Wahn der letzten Jahrzehnte, der eben nicht nur zur verheerenden Privatisierung geführt hat, öffentlichen Eigentums, nicht nur zur Hartz IV, sondern auch zu dem Glauben, man könne Krankenhäuser wie Kaufhäuser oder Autofabriken organisieren. Ausdruck dessen ist das DRG-System, was es so nur in Deutschland gibt und was grandios gescheitert ist. Grandios gescheitert. Ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben, alle, die jetzt hier von mehr Wirtschaftlichkeit reden, was sich da auf der Ebene der Landesminister für Gesundheit der Konferenz abspielt. Vor 3 Tagen war es, glaube ich. Dort hat man jetzt ein Arbeitspapier beschlossen, was man verfolgen will. Ich kann das jetzt hier in der Kürze zur Zeit nicht vortragen, aber ich sage jetzt mal den Leitsatz, den Hauptsatz. Die Entwicklung der Klinikstrukturen darf nicht von der Erlössituation abhängen. Sie muss vor allen Versorgungsnotwendigkeiten folgen. Ich wiederhole es nochmal, die Entwicklung der Klinikstrukturen darf nicht von der Erlössituation abhängen, sie muss vor allen Versorgungsnotwendigkeiten folgen. Und dieser ganz ungeheuerliche, sozusagen planwirtschaftliche, sozialistische Ansatz ist tatsächlich von der Gesundheitsministerkonferenz beschlossen worden, übrigens auf Vorschlag des Gesundheitsministers von Schleswig-Holstein, Überraschung, FDP. Als nächstes SPD-Fraktion, Frau Dr. Vogel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte beigeordnete Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat. Ich bitte Sie um Zustimmung zum Beschluss des Wirtschaftsplans für das Städtische Klinikum Dresden für das Jahr 2020. Bereits aus der Herauslösung des Wirtschaftsplanes des Städtischen Klinikums aus den Wirtschaftsplänen der anderen städtischen Eigenbetriebe als eigenständiger Tagesordnungspunkt dieser Stadtratssitzung können Sie sehen, dass das Städtische Klinikum Dresden unsere Aufmerksamkeit in der nächsten Zeit immer wieder beanspruchen wird. Warum ist das so? Es gibt strukturelle wie auch finanzielle Herausforderungen, die es für das Direktorium des Klinikums in den nächsten Jahren zu lösen gilt. Das Gutachten von Ernst & Young, das uns Stadträtinnen und Stadträten sowohl im Gesundheits- als auch im Finanzausschuss vorgelegt wurde, spricht hier eine klare Sprache. 3 Schwerpunkte kann man benennen, die unverzüglich von den handelnden Akteuren angegangen werden müssen. Zum einen, mit der finanziellen Schieflage, in die das Städtische Klinikum geraten ist, handelt es sich schlicht um Nachwehen der Fusion der beiden Krankenhäuser Friedrichstadt und Neustadt. Die Bürgerinnen und Bürger Dresdens haben sich im Jahr 2012 mit überwältigender Mehrheit von über 80% dafür ausgesprochen, dass die Häuser zusammengehen und als städtischer Eigenbetrieb geführt werden. Das ist aus sozialdemokratischer Sicht auch gut so. Aber damit einher geht, und das ist die zweite Herausforderung, die das Gutachten nennt, wie bei jeder Fusion von 2 Einrichtungen, egal welcher, die Existenz von Doppelstrukturen. Personelle und strukturelle Doppelstrukturen. Diese gilt es jetzt zu erkennen und in ein sinnvolles System zu überführen. Uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist es wichtig, bei dieser Umstrukturierung die über 3000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Klinikums in einem Prozess mitzunehmen, der hoffentlich auf gegenseitiger Augenhöhe stattfindet.
Fusion und die damit einhergehende Schaffung von Mehrwert durch Arbeit funktioniert nicht ohne und nicht gegen das im Klinikum tätige Personal. Deshalb werden wir als SPD aus dem Stadtrat heraus dafür sorgen, dass das Direktorium des Klinikums kritisch begleitet wird in seinem Bemühen, die Maßnahmen des Gutachtens umzusetzen und dabei den Personalrat des Klinikums intensiv mit einzubeziehen. Denn der Personalrat ist das Arbeitnehmerohr des Klinikums. Er hat im Direktorium bereits zahlreiche gute Vorschläge zur Umsetzung des Reformprozesses gemacht. Die Signale, die der Personalrat durch das Pflegepersonal und die Ärzte bekommt, die tagtäglich für die Gesundheit der Patienten kämpfen, sind durch das Direktorium ernst zu nehmen. Dafür setzen wir uns als SPD im Stadtrat ein. Gelingende Kommunikation ist hier das Ziel. Diese kann nur bis zu einem gewissen Grad von oben verordnet werden durch uns. Sie gelingt immer besser und effektiver durch einen Akt der Freiwilligkeit. Und schließlich zum Dritten wird sich das städtische Klinikum medizinstrategisch in Zukunft neu ausrichten müssen. Gewisse Bereiche, etwa Gynäkologie und Allgemeinchirurgie, werden auf ihre wirtschaftliche Ertragsfähigkeit überprüft werden müssen. Medizinstrategisch wird es gegebenenfalls zu einer Neuausrichtung, etwa im Bereich der Psychiatrie und der Psychotherapie, kommen. Für den Wirtschaftsplan von heute heißt das, dass es nicht der letzte sein wird, den wir beschließen, im Wissen darum, dass das Klinikum in den nächsten 3 Jahren bis 2023 wahrscheinlich immer wieder einmal auf zusätzliches städtisches Geld angewiesen sein wird, um diesen Reformprozess zu meistern. Aber das ist eine sinnvolle Priorisierung öffentlicher Gelder. Es lohnt sich, diese Durststrecke gemeinsam zu bewältigen, nicht nur, weil wir es den Dresdner Bürgern schuldig sind. Wir sind es auch den 60.000 Patienten schuldig, die sich Jahr für Jahr in diesem unserem zweitgrößten Krankenhaus Sachsens stationär behandeln lassen. 109.000 ambulante Patienten kommen hinzu und schließlich, Gesundheitsversorgung ist eine der ersten und auch der vornehmsten Pflichten des Staates. Gesundheitsvorsorge ist Teil staatlicher Daseinsvorsorge. Es verbietet sich deshalb, den auch ethisch hochsensiblen Bereich der Gesundheitspolitik allein nach wirtschaftlichen Kriterien zu betrachten. Die SPD ist die Partei der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir fordern deshalb eine angemessene und proaktive Beteiligung des Personalrates in diesem Reformprozess und eine Hör- und Umsetzungsbereitschaft des Direktoriums, was die Vorschläge des Personalrates anlangt. Dann wird der Umstrukturierungsprozess durch die Mithilfe aller Beteiligten bis 2023 gelingen und dann schreibt das Klinikum auch wieder schwarze Zahlen, damit für uns hier wie auch für die Patienten des Klinikums das epikureische Prinzip gelten möge. Glück ist die Abwesenheit von Schmerz. Vielen Dank. Zum Abschluss der Fraktionsrunde die FDP-Fraktion, Herr Blödner. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ja, wir haben jetzt den überarbeiteten Wirtschaftsplan der städtischen Krankenhäuser für das Jahr 2020 vorliegen, nachdem der zunächst vorgelegte Wirtschaftsplan zu optimistisch erschien und bisherige Planungen regelmäßig verfehlt wurden. Wir haben jetzt die Hoffnung, dass wir realistische Ziele und Zahlen vorliegen haben. Auch 2020 wird ein massiver Verlust erwartet, aktuell in Höhe von 7,5 Millionen. Danach soll es besser werden, aber auch das erfordert sehr große Anstrengungen. Einerseits sind Verbesserungen im operativen Geschäft innerhalb des Klinikums nötig. Das liegt vor allem in der Verantwortung der Leitung und daran muss sie sich messen und ist für 2020 besonders relevant. Andererseits zeigt das Gutachten von Ernst & Young, dass es massive strategische und strukturelle Probleme gibt, die angegangen werden müssen. Bisherige Überkapazitäten konnten nicht durch Leistungszuwachs ausgeglichen werden. Die Notwendigkeit von Anpassungen ist offensichtlich, nicht erst seit gestern, sondern auch schon vor 2 Jahren. Das ist massives Versäumnis, dort bisher noch nicht gehandelt zu haben und auch jetzt erscheinen wieder unnötige Verzögerungen. Bisher ist das Einleiten der notwendigen Maßnahmen nicht ersichtlich und damit drohen die Zahlen ab 2021 wieder zu Makulatur zu werden. Anhand der Diskussion über das Klinikum zeigt sich vor allem das Problem, die Form des Eigenbetriebs mit sich bringt. Wenn man in die Eigenbetriebssatzung reinschaut, haben wir eine Betriebsleitung, der insbesondere das laufende Geschäft obliegt.
Der Stadtrat entscheidet über wesentliche Aus- und Umgestaltung des Eigenbetriebs. Der Gesundheitsausschuss entscheidet über die Errichtung und dauerhafte Schließung von Fachabteilungen innerhalb des Eigenbetriebs. In Vertretung des Oberbürgermeisters sind die Beigeordneten weisungsbefugt. Das betrifft insbesondere die Sozialbürgermeisterin und den Finanzbürgermeister gegenüber der Geschäftsleitung. Und genau diese Weisungsbefugnis der Beigeordneten der Verwaltung wird in jeder Ausschusssitzung als riesiges Problem deutlich. Es ist quasi der Elefant, der mit im Raum steht und eine offene Debatte nicht ermöglicht, da man nie weiß, was hinter den Kulissen noch gespielt wurde. Als Stadträte erhalten wir in den Sitzungen keinen ungefilterten Blick der Betriebsleitung. Es hat immer den Anschein, dass über Informationen transparente der Deckel gelegt wird und transparente und offene Diskussionsprozesse nicht möglich sind. Es hat für uns den Anschein, dass seitens der Verwaltung und der zuständigen Beigeordneten die Vorlage notwendiger Maßnahmen bewusst verschleppt wird, da offensichtlich notwendige Maßnahmen politisch nicht opportun erscheinen. Dies wird auch in den Folgejahren zusätzliche Millionen kosten. Je länger gezögert wird, umso mehr. Als Räte sind wir aber auf transparente Informationen angewiesen, um die richtigen Entscheidungen gemäß unserer Zuständigkeit laut Eigenbetriebssatzung zu treffen. Und die Betriebsleitung hat dafür die entsprechende Expertise, um Vorschläge und Szenarien für die strategische Veränderung vorzulegen. Daher ist für uns als FDP insbesondere die unter Punkt 2 gemachten Ergänzungen im Antrag notwendig. Einerseits die zügige Vorlage möglicher Szenarien, damit es in Beschluss und Umsetzung notwendige Maßnahmen angegangen werden können. Und zum anderen auch Punkt C wichtig, um die Leitungsstrukturen zu überarbeiten und aufzuzeigen, wie man das Dilemma möglicherweise auflösen kann. Aktuell haben wir eine Betriebsleitung, die im Zweifel den Kopf hinhalten muss, aber Beigeordnete, die hinter den Kulissen mit reinpfuschen, ohne dass klar ist, in welcher Form und mit welcher Intention. Daher sollten wir uns die Eigenbetriebssatzung genau anschauen und versuchen, dort mehr klarere Verantwortlichkeiten und Transparenz herzustellen. Die Umsetzung entsprechender Maßnahmen hat gegebenenfalls auch einmal Kosten zur Folge. Bei Nichtumsetzung drohen weiter steigende Verluste. Entsprechend müssen wir dies auch bei den Haushaltsaufstellungen gemäß Punkt E mit berücksichtigen. Dort gilt es jetzt, die richtigen Maßnahmen für uns zu ergreifen, und das hilft den Mitarbeitern, das hilft den Patienten, da effizientere Strukturen eine höhere Behandlungsqualität ermöglichen, und letztlich wird es das Klinikum wieder in die schwarzen Zahlen führen. Daher werden wir dem Wirtschaftsplan zustimmen, aber nur unter der Maßgabe, dass entsprechend die unter Punkt 2 vorgeschlagenen Ergänzungen mit aufgenommen werden. So, weitere Wortmeldung habe ich, Herr Gilke. Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, vorhin gerade hatte mein Kollege Bernd Lommel eine sehr komplexe Rede gehalten und daraufhin hieß es, die AfD-Fraktion wäre gegen das städtische Klinikum. Was für ein Blödsinn, was für ein Schwachsinn, von wem kommt es? Von den Linken, woher soll es denn auch sonst kommen? Wenn man komplexe Informationen nicht versteht, wäre es günstiger, einfach mal zu schweigen. Sonst würde man ja seine eigene Dummheit zu Markte tragen. Ich möchte einfach mal ganz klar sagen, die AfD bekennt sich zum Klinikum, zum öffentlichen Klinikum, all dieweil es gab nicht mal einen Bürgerentscheid in Dresden, der gesagt hat, das städtische Klinikum soll nicht privatisiert werden. Und die AfD-Fraktion, diejenigen, die sich mit der AfD jemals beschäftigt haben, wissen, der Bürger entscheidet und das ist wichtig. Und dafür steht die AfD-Fraktion. Nun mal ganz kurz, damit auch die Kollegen von der Linken verstehen, was mein Kollege Bernd Lommel vorhin gesagt hat. In kurzen Worten relativ einfach. Es gibt das Problem des Strukturellen und es gibt das Problem der Durststrecke. Die Kollegin von der SPD sprach auch von der Durststrecke. Eine Durststrecke ist etwas Temporäres. Da muss man helfen, ganz klar. Strukturelle Probleme bedeutet, es gibt ein Problem, was ein bisschen intensiver ist. Und da muss man genauer hinschauen, um dieses Problem zu lösen. Und daraufhin hat mein Kollege aufmerksam gemacht, und das kann so schwer nicht sein. Das sollten eigentlich Stadträte, die schon länger dabei sind, das eigentlich das Minimum haben, um das zu begreifen. Und wenn sie es nicht haben, ziehen sie die Konsequenz und lassen sie Leute ran, die Ahnung haben. Vielen Dank. Ich wollte gerade sagen, damit ist die Rednerliste abgearbeitet, aber just in dem Moment war Herr Mattis da. Ja, Herr Gilge zwingt mich ja gerade zu darauf zu reagieren.
Herr Gilge, dass Sie immer Bekenntnisse zum Eigenbetrieb abgegeben haben und so tun, als hätten wir es Ihnen zu verdanken, das bezweifle ich ja gar nicht. Ich weiß allerdings sehr genau, wer den Bürgerentscheid vor 8 Jahren initiiert hat, der dazu führt, dass es jetzt überhaupt noch ein Eigenbetrieb ist, unser städtisches Klinikum. Die Frage ist ja, meine Bemerkung bezog sich ja auch nicht auf Herrn Gilge, sondern auf Herrn Lommel. Und Herr Lommel hat nicht nur vor uns hier, sondern bereits in der letzten Sitzung, als wir darüber besprochen haben, explizit gesagt, dass er nicht bereit ist, mehr öffentliches Geld in das Klinikum zu stecken, um es am Leben zu erhalten. Beim letzten Mal hat er sogar nach expressis verbis gesagt, dass es dann besser wäre, man würde es sich davon trennen. So weit ist er heute nicht gegangen. Und mit Verlaub, das ist einfach Irrsinn. Und das muss man auch sagen dürfen, dass das Irrsinn ist, was hier die AfD allen Ernstes vorschlägt. Danke. Das hat dann doch wieder die andere Seite motiviert. Herr Pinkert. Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, Stadträtinnen, Zuschauer. Ja, na sicher gehen noch mehrere davon mal abgesehen. Aber grundsätzlich geht es darum, warum ist eigentlich der Punkt, dass wir das ablehnen? Warum denken Sie, dass wir das Klinikum ablehnen und auch kein Geld geben wollen? Es geht hier ganz einfach um eine finanzpolitische Situation. Sie wollen jetzt den Kassenkreditrahmen vergrößern, damit das Klinikum Geld hat. So. Jawohl. Ja, eine Wirtschaftsplan, na sicher, wir wollen den erhöhen. Und darum geht's. Wir wollen, dass... Nein. Doch. Es geht darum, dass wir Geld dem Klinikum zur Verfügung stellen wollen, aber nicht anhand dieses Wirtschaftsplans, der nicht ausgereift ist, der nicht die Risiken wirklich umreißt. Und darum geht es. Deswegen wünschen wir uns einen ordentlichen Wirtschaftsplan, den jede Firma normalerweise ablegen würde, damit man Geld bekommen würde. Danke. Darum geht's. Nichts weiter. So, damit wären wir erstmal durch die Rednerliste durch und zum Abschluss, bevor wir in die Abstimmung kommen, nochmal für die Verwaltung, Frau Dr. Kaufmann. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Diskussion im Fachausschuss, in den Fachausschuss und jetzt hier im Stadtrat. Ich denke, die Begleitung des städtischen Klinikums in den Schwierigkeiten, die das städtische Klinikum betriebswirtschaftlich hat, ist größer geworden als in der letzten Legislatur. Die Rahmenbedingungen, die auf der Bundesebene uns gegeben werden und die Rahmenbedingungen, die durch die Landesgesetzgebung uns rahmengebend gegeben sind, sind schwierig. Und das wurde auch von unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen dargestellt, dass ein betriebswirtschaftliches Begleiten über das DRG-System natürlich zu Schwierigkeiten auch in der medizinischen Begleitung von Patientinnen und Patienten führt. Und wir haben eine Fusion von 2 Eigenbetrieben im Jahr 2017 erfahren. Und ja, ich glaubte auch, dass mit der Fusion im Grunde genommen die Probleme gelöst sind, aber nein, die Fusion, das zeigt sich auch bei der Eingemeindung im Jahr 1999, in die Stadt Dresden, ist der Weg erst beschritten worden, zusammenzuwachsen. Zusammenzuwachsen und ein Klinikum in den Köpfen, im Führen und in der Leistungserbringung zu ermöglichen. Und ja, meine Damen und Herren, ich bin ähnlich frustriert wie Sie, dass wir das dritte Jahr wirtschaftlich schwierige Zeiten haben. Und ja, die Geschäftsführung ist für den Wirtschaftsplan zuständig und leitet auch den Eigenbetrieb und die Stadtverwaltung begleitet als Träger. Und nein, meine Damen und Herren, wir verschleiern nichts, sondern wir informieren Sie transparent und kritisch im Betriebsausschuss und im Finanzausschuss. Und gemeinsam werden wir die Umstrukturierung, die personelle Entwicklung im Sinne der Patientinnen und Patienten des städtischen Klinikums schaffen. Es ist kein Sprint,
Es ist ein Marathon. Und wir haben uns bereits auf den Weg gemacht. Wir konsolidieren und wir werden eine neue Medizinstrategie gemeinsam mit Ihnen entwickeln. Und der Wirtschaftsplan hat einen Zuschussbedarf von 7,5 Millionen, wie auch andere Unternehmen der Stadt, beispielsweise die Dresdner Verkehrsbetriebe oder der Zoo. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und vielen Dank für die Zustimmung zum Wirtschaftsplan 2020. So, jetzt kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt um ein Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen, damit so zugestimmt.